Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich mache gerade einen Test mit der MAC Foundation und ich dachte, wir fangen einfach an, uns schön zu machen, würde ich mal sagen. Ich benutze alle meine Dinge, die ich vorher schon drauf habe, die schreibe ich euch in die Infobox. Ich benutze jetzt den Concealer mal von Essence und ich habe gedacht, wir testen mal eine Palette nochmal aus. Ja, genau, das habe ich mal gedacht. Versuche ich mal so ein bisschen meine Rötungen wegzumachen. Viel Zeit haben wir nicht, so um die 11 Minuten. Das müsste uns aber auch reichen, denn ich möchte ein bisschen so alltagstaugliches Make-up machen. Und ich dachte, ich nehme euch einfach dabei mit. Genau, das habe ich gedacht. Und ich ziehe mir jetzt die Augenbrauen noch nach. Und dann hole ich euch nochmal dazu, wenn ich Augenbrauen drauf habe und mein Gesicht gesettet. Und zwar mit dem Kompaktpowder, dann hole ich euch nochmal dazu. So ihr Lieben, ich bin wieder da. Ich habe ein bisschen Rouge aufgetragen und zwar immer noch mein Terra Naturi. Genau. Und habe mir ein bisschen, wie gesagt, Puder aufgetragen. Ich finde, die Foundation bebt immer noch gerade so im unteren Bereich. Also hier geht es jetzt, wo noch ein Puderprodukt drauf ist, aber so im... Ich habe echt viel aufgetragen und auch nicht zu wenig. Wie gesagt, habe da wirklich einiges dran gespachtelt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, diese Foundation ist noch so ein bisschen wie so eine Creme, so beppig. Keine Ahnung, meine Augenbrauen habe ich heute auch mal verkackt. Aber ja, that's life. Ich komme zu einem Produkt, was ich mit euch noch nicht aufgetragen habe. Ich habe schon mal ein Video gemacht, musste das aber löschen, weil es mir gar nicht gefallen hat. Von Cien. Das ist von Lidl und ist ein Bronzing Powder. Wahrscheinlich im Standardsortiment 02 Dark Matte. So sieht es aus. Und die Farbe ist sehr vielversprechend, muss ich sagen. Also es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ist gar nicht zu warm. Hat mir auch die Sarah damals mal mitgeschickt. Damals hört sich so nach 100 Jahren an. Und gibt auch gut Farbe ab. War letztes Mal eigentlich auch damit zufrieden. Also ich konnte nichts Schlechtes darüber sagen. So, wie gesagt, ich habe mir eine Palette ausgesucht. Wir kommen aber erstmal zu diesem Highlighter. Den hatte ich gestern schon versucht, mit euch in einem Video aufzutragen. Aber leider hat man ihn nicht gesehen durch das Blush. Oder durch den Bronzer. Nee, den Love Bronzer, genau. Und das ist eine Kooperation von Maybelline und Puma. Ganz irre, finde ich. Sportfirma mit... Beauty-Produkten. Und den Highlighter möchte ich mir jetzt einfach auftragen. Mit meinem ganz gewohnten Zu-Eva-Pinsel. Es ist lila, wie man sieht. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Wie das dann aussieht. Der ist auch gut pigmentiert, wie ich finde. Und hat tatsächlich so einen goldenen, lilanen Shift. Ich hoffe, ihr erkennt das durch die Kamera. Und arbeitet es mir gut in die Haut ein. Bisschen auf die Nasenspitze. Ja, da ist schon gut, wenn man auch ein Blush drunter trägt, damit das alles so ineinander geht, finde ich. Gehe ich jetzt einfach noch mit meinem Bronzerpinsel lang. Ja, ist ganz nett. Das sprühe ich jetzt auch an. Fixiere ich immer damit. Und jetzt kommen wir mal zu der Palette. Die Palette hatte ich letztes Mal schon mit euch aufgetragen. Das Problem war, es ist nach ein paar Stunden gecreased, voll in die Lidfalte. Das kann ich ja gar nicht ab, ne? Das ist ja etwas, warum ich mich nicht oder warum ich eine Base benutze. Deswegen wollte ich versuchen, eine andere Base zu benutzen, um einfach zu gucken, woran hat es gelegen. Ich möchte heute aber andere Farben benutzen. Ist ja klar, wäre ja langweilig, wenn wir dasselbe immer benutzen. Und fange aber erstmal an, mein Lid zu grundieren. Gerade auch in der Lidfalte, also so ein bisschen Grundlage zu schaffen. Vielleicht lag es ja auch daran, ich weiß es nicht mehr, ob ich den weißen Lidschatten benutzt habe oder nicht. Also nur Lidfalte und das nicht bewegliche Lid. Das bewegliche Lid setze ich meistens nicht. Und wir fangen an, der wackelt so hin und her. Wir fangen auch tatsächlich an, wie letztes Mal mit diesen schönen Ockerton, ja, so ein schönes Orangebraun. Die ist sehr gut pigmentiert, also die Palette lohnt sich schon, auch wenn man eigentlich eine High-End-Palette kaufen kann davon.
Ich habe es jetzt im Kleiderkreisel damals gekauft, weil ich einfach nicht bereit war, 36 € oder was sie kostet, zu bezahlen oder 33 €, weil ich finde, dann könnte ich mir auch eine High-End-Anastasia Beverly Hills Palette kaufen für 50. Da ist das nicht so. Ja, da ist die Spannweite nicht mehr so hoch. Nicht so groß, meine ich. Deswegen. Ja, das trage ich jetzt alles mal so ein bisschen auf. Ich finde, mein Gesicht klebt immer noch. Also egal, ob ich es hätte oder nicht. Hier nicht. Hier sind aber auch schon 4 Produkte drauf. Viermal, ne? Ja. Also. Man sieht auch, glaube ich, dass es so ein bisschen schimmert. Die Partie hier. Ja, ich zeige es euch in der Nahaufnahme dann. Ich möchte heute in das Roségold gehen. Ja, ich bin ein bisschen erkältet irgendwie. Aber davor möchte ich in dieses Braun gehen. Ja. Und trage mir das erstmal hier so auf. Das ist übrigens noch nicht der gewaschene Pinsel. Der hat echt eine tolle Form, ne? Heute ist Montag, heute wollte ich ja eigentlich zu der Bullerei gehen. Jetzt muss ich mal gucken, weil mein Sohn krank ist, ob ich morgen gehen kann, weil er hat ein bisschen Fieber gehabt heute Morgen. Wie ich das am besten mache, wahrscheinlich nehme ich eine Freundin mit. Ich weiß nicht, wenn ich so Termine habe, die, also jetzt nicht so ungeplante, ich weiß nicht, ich bin immer so ein bisschen wie schüchtern und traue mich nicht so. Aber ich möchte es auf jeden Fall durchziehen. Weiß noch nicht, ob die irgendwas machen können. Ich nehme nochmal meinen Blenderpinsel und versuche so die Kanten auszublenden. Und ich benutze noch einen anderen Blenderpinsel. Und zwar benutze ich diesen kleinen. Den neuen kleinen. Ist er denn nicht? Den kleinen neuen von Morphe. Die M514. Und gehe in das Braun nochmal rein. Versuche hier einfach die Kanten ein bisschen weicher zu machen. Ja, wir gucken jetzt einfach mal. Dann benutze ich so ein Pinselchen und gehe in das Roségold. Das ist ja ein richtig schönes Roségold und trage mir das erstmal hier so auf. Ich sprühe das auch jetzt mal an. Vielleicht ist es auch dieses Fixplus, was dieses Glycerin enthält und deswegen das so komisch aussieht. Keine Ahnung. Und dann gehe ich mit demselben Pinsel einfach in das bräunliche, also in dieses Kupfer rein, das oben drüber und trage mir das hier so ein bisschen auf, damit das. Ja, von dunkel auf Kupfer und dann in das Roségold geht. Hier hat es natürlich gekrümelt. So, das war's auch. Ich mache nichts mehr. Ich nehme jetzt noch ein Kajal. Das muss ich da reinmachen. Ich nehme jetzt noch ein Kajal. Also ich nehme meinen Morphe-Pinsel und. Scheiße, ich habe gar nicht gesehen, wie lange ihr weg wart. Ich habe auf jeden Fall das Kupfer aufgetragen und alles so ein bisschen ineinander verblendet. Jetzt mache ich ein. Eben, ich bin wieder am Start. Speicher entleeren. Das ist ja abartig mit Speicher, ne? Ich habe aber auch keine Speicherkarte. Liegt vielleicht daran. Ja, ich wollte ein Kajal austesten und zwar habe ich mir gedacht, ich leine meine untere Wasserlinie hier mit. Das ist so ein schöner Rotbraun. Das passt, denke ich, ganz gut zum Look. Oh, ich sehe ganz, ganz viel Fallout.
Ich hoffe, ihr erkennt das. Die ganze untere Augenpartie ist voll. Und das geht auch nicht ab, weil das da klebt. Also erst die Augen mit der Palette und dann... Aber ich schminke eigentlich immer, immer mein Gesicht zuerst. Ich brauche meine Basis einfach. Und ja, das nervt mich dann immer so ein bisschen. Gehe ich einfach mit dem Pinsel nochmal da lang. Und verblende das. So, ich tusche jetzt mal meine Wimpern. Und das mache ich mit der Glam & Boost Mascara von... Ja, von Catrice und dann komme ich wieder. So, jetzt fehlen eigentlich nur noch die Lippen. Für die Lippen benutze ich von Urban Decay einen. Und zwar ist es die Farbe Violette. Ich denke dadurch, dass es hier so warm ist und kühl, ist ein cremiger Lippenstift. Ja, habe ich gehört. Und mag ich sehr gerne. Okay, das ist mein fertiger Look. Zufrieden bin ich nicht mit der Palette gerade, weil sie so viel gekrümelt hat. Und ja, irgendwie machte mich gerade nicht so glücklich wie am Anfang. Das nervt ein bisschen. Aber gut, wir werden gucken, was sie. Im Laufe des Tages werde ich euch ein Update geben, wenn ich dann auch meine MAC-Review gebe, wie ich mit der Foundation klarkomme. Denn es klebt immer noch. Und ja, ich verabschiede mich. Alle Produkte findet ihr in der Infobox. Bis demnächst. Ciao, danke fürs Mitmachen. Scheiße, ich habe gar nicht gesehen, wie lange ihr weg wart. Ich habe auf jeden Fall das Kupfer aufgetragen. Hallo, ihr Lieben. Heute soll es eigentlich nur um die Auslosung gehen. Also ich möchte den Gewinner der BH Cosmetics Palette in Matt auslosen und möchte diese Woche die Palette dann rausschicken oder Anfang nächste Woche, je nachdem, wer sich dann meldet. Und ja, wer es halt gewinnt, der meldet sich halt bitte bei mir, ist doch klar. Und gibt mir am besten gleich bei Insta ja, die Adresse und alles und wir machen dann aus. Ich habe die Gewinner hier in diese Vase gesteckt. Werde das nochmal gut hier mischen. Ich hoffe, es fällt nichts raus. So, ich guck nicht, ist ja klar. Ich bin selber gespannt, wer gewinnt. Eigentlich sollte es meine... Oh nein, meine Palette ist runtergefallen. Eigentlich sollte es meine Tochter machen, aber sie ist nicht da. Wir machen es jetzt selber. Ich habe ein Zettelchen. Es ist Nadine W. Nadine W., hast du nicht schon mal bei mir gewonnen? Also irgendwie kommt es mir so bekannt vor. Auf jeden Fall, Nadine, du bist es wieder. Aua, dass man zweimal gewinnt, ist, glaube ich, auch sehr, sehr zufällig. Aber herzlichen Glückwunsch. Ich habe mir wehgetan. Ah! Ich gratuliere. Melde dich doch einfach bei mir per Instagram. Weiß ja, wie es abläuft. Heute und ist... Ich schreibe dich einfach. Ist, glaube ich, einfach. Also, Nadine, meine Liebe, du hast gewonnen. Mua. Viel Spaß damit. Ciao.